So, Leute. Oh, scheiße, meine Flasche fällt um. So, es geht weiter mit Mu, Leute. Wir waren ja letztens hier vor der Eingangstür zum Wächter. Haben uns ein bisschen geheilt. Haben jetzt diesen Phoenix-Ring bekommen. Dadurch können wir einmal nicht sterben oder werden halt dann instant wiederbelebt. Und wir haben genug Heilung, Rüstung, alles verzaubert, Schwert zweimal verzaubert. Ich denke, das sollte schon gehen, also ich denke, wir sind ready. Also dann schnacken wir nicht lange rum, let's go. Oha, euer richtige Arena, so hier rund und so. Okay. Oha. Oha, Junge, Junge, Junge. Was? Das ist jetzt ein riesiges Auge einfach. So eine Energiekugel. Okay. Boah. Okay, der macht gut Schaden. Ich muss ganz dringend ausweichen. Okay, ich muss lernen auszuweichen. Alles klar. Ausweichen? Nein, geht nicht. Nein, ich bin zu dumm auszuweichen. Ey, ich muss echt aufpassen. Ich habe nicht mehr so viel Heilung. Oh, oh. Was mache ich denn dagegen? Was? Okay, ich muss irgendwie... Das ist zu schwer. Was ist das? Hallo? Stopp. Aufhören. Nein, 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 nein. Komm, okay, ich muss einfach draufkloppen. Ich habe nur noch einen Heiltrank. Ja, der zerstört mich jetzt gleich. Okay. Okay, gut, gut, gut. Ich glaube, wir heilen uns einfach mal. Damit wir nicht sterben. Ah, nein. Ah, okay, man sieht an den Kreisen, die er um sich bildet. Okay. Ich kann meinen Beutel nicht aufmachen. Klar. Ist, klar. Ja. Okay, okay. Jetzt ausweichen gleich. Okay, okay. Zack. Okay, zack. Schlagen. Zack. Schlagen. Nein. Oh Gott. Okay, zack. Okay, gut, gut, gut. Okay, wir sind die Ringe. Schnell, schnell hin. Okay, wir sind die Kreise angeordnet. Hä? Oh. Okay. Was? Oh. Wieso dasht der jetzt so heftig? Okay. Oh, was? Warte, ich hab einen Phoenix-Ring. Ja? Ja! Es geht! Oh, for life! Let's go! Draufkloppen! Einfach draufhauen! Okay. Einfach draufhauen jetzt. Komm, 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 einfach draufhauen. Komm, das kriegen wir hin. Kriegen wir easy hin. Kriegen wir locker hin. Einfach draufhauen. Komm, komm, komm. Einfach draufhauen. Oh mein Gott. Alter, wie viel Luck wir hatten, dass wir diesen scheiß Ring dabei hatten. Junge. Alter, wie heftig, okay. Stark. Ey, wir waren ja absolut nicht vorbereitet. Ich dachte so, ja, equip, alles verzaubert. Schwert zweimal verzaubert. Ja, moin, hat einfach absolut nicht gereicht. Oder ich habe mich einfach behindert angestellt auch gerade, aber naja. Okay. Ah, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aussortieren. Dann haben wir eigentlich alles. Gibt's hier noch irgendwas? Kann ich hier runterfallen? Ich würde es echt nicht versuchen eigentlich, aber... Ja. Gehen wir wieder zurück. Boah. Ja, das war jetzt der letzte Wächter, also... Sind wir jetzt durch? Vor allem, ja genau, was passiert jetzt da? Kommt da jetzt ein schwarzes Loch oder... Oha, okay. Es öffnet sich. Oha. Wie mein Slime da gerade gekommen ist. Völlig lost. Okay. Der Techwächter ist gefallen und das fünfte Tor steht offen. Der alte Pete hatte recht. Jetzt kann er in Frieden ruhen. Okay. Du hast mehr erreicht, als jeder andere es hätte tun können. Wenn ich dich jetzt bitten würde, es nicht zu tun.
es einfach auf, sich beruhen zu lassen und das Tor nicht zu betreten. Würdest du auf mich hören? Ja, ich glaube nicht, ne. Niemand weiß, welche Gefahren hinter diesem Tor liegen. Da ist es schon. Das Funkeln in deinen Augen, die Neugier. Du würdest es nie aufgeben. Wäre dein Großvater noch hier, würde er genau das von dir erwarten. Viel Glück, Will. Pass auf dich auf. Boah, ich komme ja wieder, oder? Oder ist es dann... Moment mal, was? Okay. Ja gut, wir legen jetzt mal die Sachen weg und dann gehen wir mal da rein. Ich bin jetzt übel neugierig. Obwohl, die kann es ja verkaufen. Stimmt, warum ist sie überhaupt sonst hier? Ja. Genau. Kiste. So. Alles reinballern. So, ist das nicht wichtig, oder? Okay. Das ist nicht wichtig. Das auch nicht. Zack, zack, zack. Das auch nicht. Das ist wichtig. Energieflussring. Ein Ring, der die Gesundheit seines Trägers stärkt, aber gleichzeitig den doppelten Schaden des Sekundärangriffs annulliert. Aber ich habe ja gar keinen Sekundärangriff. Ich habe ja nur ein Schild. Ich glaube, der Ring ist ziemlich gut auf mein Bild, also mit dem Kurzschwert. Ich glaube, weil wir haben ja jetzt sowieso nicht mehr den Phoenix-Ring. Der war absolut heftig, aber der ist ja jetzt weg. Dann nehmen wir einfach den. Das passt. Genau. Tun wir noch die Bücher rein. Zack, zack, zack. Das auch. Genau, und den Ring, den tun wir einfach, tun wir mal zurück. In eine Kiste hinten. Einfach irgendwo rein. Zack. Das auch. So. Oh ja, hier hinten. Was gibt's jetzt hier? Ja, das Tor ist jetzt offen. Okay. Gut. Dann holen wir uns noch ein paar Heiltränke. Ich meine, genug Geld haben wir jetzt, denke ich, noch dafür. Ja, es sollte reichen. Gut, dass ich so viel gefarmt habe. Also übertrieben viel gefarmt. So, Tränke. Genau, einfach alles, was geht. Vielleicht dann noch... ja, Zähne. Ja. Ja, das passt. Ja, es ist ja auch viel zu viel... Das passt schon. Okay. Verzaubern hätten wir jetzt nicht müssen, nee. Wir wollen ja eigentlich da nur kurz reinschauen, oder? Was anderes haben wir ja nicht zu tun. Oder haben wir jetzt neue Leute? Nee, gell? Stadt. Nee, da haben wir alle. Und... Genau. Ja gut, die Sachen. Wir können den Moonlighter noch einmal upgraden. Den Laden. Das können wir machen, aber ansonsten gehen wir da jetzt rein. Wir wissen, was jetzt drin ist, so lange darauf hingearbeitet. Rein da. Oha. Unbekannter Dungeon. Okay. Okay. Oha. Es ist ja richtig heftig, dieser grüne Schleim, der ist einfach so die Energiequelle. Oder die Energie hier, die durchfließt durch das Ganze. Oh Mann, Alter, so lange Wege, safe der End-End-Boss. Kann ich raus? Ich kann nicht raus. Ich bin so tot, Alter. Scheiße. Oh, was ist, was mit dir hier? Hallo? Ich glaube, der hat sich mit dem Typen da vorne angelegt. Und der hier auch. Oh. Was ist, wer liegt denn da? Was ist das? Wer ist das? Warum liegen die hier überall? Hä? Was ist hier passiert? Alter, was ist das denn? Was ist das denn für ein Viech? Auch ein fettes Monster einfach. Ey, Jungs. Leute, wir sind so tot, Alter. Oh, Treppe. Treppen sind immer schlecht. Treppen bei uns, so lange Gänge. Ey, hier liegen doch überall... Okay. Alter, wie sieht's denn hier aus? Lesen. Es gibt nur eine Möglichkeit zu entkommen. Den Dimensionsantrieb überladen und ihn in eine andere Dimension verstoßen.
oder in die Leere krachen. Alles ist besser als zu verhungern. Okay. Fehler. Okay, also es sind die ganzen Leute, die für die Dungeons verantwortlich sind. Und die wollten eigentlich nur entkommen. Aber warum sind die alle tot? Der ist aufgespießt! Was steht hier? Dieser verfluchte Lackfehler. Okay. Die wollten entkommen und nicht verhungern. Und hier sind die Schlüssel. Haben wir jetzt das Raumschiff gestartet oder so? Okay. Ja. Was? Müssen wir da rein? Oh. Ich bin jetzt da reingesprungen. Wo sind wir jetzt? Unbekannter Dungeon 2. Was passiert jetzt? Wer ist das denn? Okay, chill, chill, chill. Sieht aus, als kommt endlich jemand zu unserer Rettung. Hä? Rettung? Es gibt keine uralte Ruinen, Junge. Wir sind Piraten, ich selbst, meine toten Kameraden und du. Seit so vielen Jahren hier gefangen, der Freiheit beraubt. Ich muss einiges nachholen. Meine Mannschaft verstärken, rauben, plündern und brandschatzen. Aber ich danke dir für deine Hilfe. Daher darfst du gehen, Junge. Ja, ich würde gern gehen. Ich sagte gehen. Ja, ich will ja. Ja, okay, ich gehe ja schon. Oh mein Gott. Ich kann nicht gehen. Was? Was soll ich jetzt sagen? Der Junge, der ist doch viel zu... Okay, komm. Komm, Alter, jetzt gibt's auf den Dötz, Junge. Komm. Oh. Komm, den kriegen wir down. Den kriegen wir down. So schwer ist der nicht. Ich hab schon gegen heftige Gegner gekämpft, du Keck, Alter. Komm her, Junge. Was für Raumschiff-Pirat, Alter. Komm her, Junge. Ich weiß gar nicht, wen du vor dir hast. Ich bin fucking Ladenbesitzer. Komm her. So. Oh, ausweichen. Alter, der ist ja übel wack. Ausweichen. Zack. Junge, Alter. Ja, geh mal wieder in die Schule, Alter. Muss ein bisschen lernen. Hey, wo will denn? Okay. Ach nee. Ach nee, ich wusste, der war ein bisschen zu wack. Alter, was? Was? Ey, das ist doch. Oh. Das ist nicht gut. Oh, ausweichen. Ausweichen. Okay, 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 nicht gut. Heilen. Ja, einmal heilen reicht. Okay, wir müssen nah ran. Okay, okay, ist gut, ist gut. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Boah, nein, geh weg. Was? Okay, das sind so Dimensions... Okay, ich sollte nicht an den Armen chillen. Ah, da kommen Slimes raus. Oh, oh. Okay, okay, kriegen wir auch hin. Ist aber wesentlich schwerer als der Typ gerade eben. Also er halt in seiner Vorform. Komm, einfach drauf. Jetzt kriegen wir hin, wir haben noch drei Heiltränke. Einfach draufhaken. Heilen. Okay, komm, komm, komm. Das kriegen wir auch hin. Ausweichen. Ausweichen. Komm. Ist egal. Nicht halt gefangen. Komm her, Junge. Haben wir es? Haben wir geklatscht? Warum kommt aus seinem Bauch? Warum, was ist das? Was ging jetzt ab? Was? Alter, Fight war ja übel geil. Boah, was? Warum sind da alle Leute? Ja, warum sind da so... Warum sind da so Leute aus Star Wars? Jetzt hör mal, ihr könnt doch nicht einfach die Dungeons absperren. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Pass auf, alter Mann. Diese Dungeons bestehen aus Teilen anderer Dimensionen. Sie existieren nur, damit sie einfach und schnell plündern kann. Hast du echt geglaubt, diese Artefakte würden an Bäumen wachsen? Ich verbiete mir diesen respektlosen Ton. Ihr seid hier Gäste. Angenommen, all das ist wahr, warum taucht ihr erst jetzt auf? Dungeons sind schon seit Ewigkeiten hier. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Höflichkeit gehört gerade nicht zu meiner Priorität. Wir verfolgen diese Gauner schon länger
als eines eurer Leben dauert. In der Geysir-Dimension haben wir sie verloren und seitdem fehlte jede Spur von ihnen. Irgendeines ihrer Signale muss vor kurzem aktiviert worden sein. So konnten wir sie auf dieser Welt orten. Okay. Ah, das war, als der wahrscheinlich da reingesprungen ist und irgendwas aktiviert hat oder so. Oh, nee, als wir die Schlüssel da alle reingesteckt haben. Diese anderen, von denen ihr andauernd sprecht. Wer sind die? Dimensionspiraten. Okay, warum haben alle jetzt auf einmal... Ach, alle haben sich erschrocken. Ah, okay, hab's verstanden. Dimensionspiraten. Dimensionspiraten? Ein Volk von Kreaturen, die nur aus Dimensionsfluiden bestehen. So konnten sie recht zügig interdimensionale Reisetech entwickeln. Anstatt ihr Wissen zu teilen, raubten sie andere Dimensionen aus. Unserem Bericht zufolge verstecken sie sich hinter dieser Tür. Oh, da komme ich jetzt. Ah, ist doch so klar, dass ich rausgeplumpst komme, Junge. Wer ist dieser Junge? Er ist kein Pirat, oder? Nee, Bro. Ich bin ein Guter. Natürlich ist er das nicht. Will, wie du aussiehst. Alles in Ordnung mit dir, Jungchen? Ah, da bin ich ja. Was hast du gesagt? Du hast gegen einen quallenartigen Roboter gekämpft? Ja, war heftig. Das muss ihr Boss gewesen sein. Unsympathischer Kerl. Das ist ein Statement. Und du sagst, dass dort sonst keine Kreaturen mehr sind. Sie haben sich gegenseitig getötet, weil sie dort festsaßen. Ah, das ist ja köstlich. Fast zu gut, um wahr zu sein. Warte bitte kurz, ich muss die Lage mit meiner Crew besprechen. Okay. Leutnant, diese Leute müssen weg. Wir brauchen Platz. Aye, Captain. Abgesehen von dem alten Mann und dem Jungen, die aus der Tür kamen. Irgendwie hier alle versammelt sind auch. Piraten? Jetzt dieser Typ? Allesamt Diebe. Okay, Leute, hier gibt's nichts zu sehen. Ihr habt den Captain gehört. Ihr müsst nicht unbedingt nach Hause gehen, aber ihr solltet, wer weiß, wie lange es doch das da ist. Alles klar, Bewegung bitte. Junge, richtig cool, der Typ. Nach längerer Beratung bin ich zu einem Urteil gekommen. Wegen Beteiligung am Raub von außerdimensionalen Artefakten. Wird jeder auf diesem Planeten verhaftet? Nun ja, zumindest sollten wir das tun. Aber dieser Junge hat uns geholfen, die Piraten ausfindig zu machen. Er hat sogar höchst eigenhändig den Piratenboss besiegt. Sagen wir einfach, ich streiche den Diebstahl aus meinem Bericht. Ja, es wäre nicht schlecht. Und so wie ich das sehe, sind keine weiteren Ermittlungen notwendig. Nice. Allerdings werden wir die Dungeons schließen müssen. No. Sie weiter zu plündern wäre ein wissentlich begangene Straftat. Okay. Keine Sorge, wir lassen euch nicht einfach links liegen. Euer Kontakt mit außerdimensionalen Kulturen zwingt uns zum Handeln. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten euer Gedächtnis ausradieren. Aber das ist aus gutem Grund nicht mehr gängig. Puh, dieser Planet hat sich nie wirklich erholt. Wie dem auch sei, wir werden euch in das DHA aufnehmen. DHA. Was das ist? Das dimensionale Handelsabkommen natürlich. Ach, natürlich, ja klar. Was denn sonst? Als Mitglieder dürft ihr mit anderen Dimensionen legal handeln. Die Vorbereitung für die Aufnahme dauert allerdings etwas. Du solltest die Menschen hier erst einmal darauf vorbereiten. Schön, schön. Ein Strich weniger auf der Liste. Packen wir es, Leute. Wir kommen bald mit den entsprechenden Verträgen zurück. Also, es war mir eine Freude. Nein, eigentlich nicht. Eher das Gegenteil. Aber was soll's. Ach ja. Erzähl mir niemanden davon, dass ihr die Dungeons verwendet habt. Okay, sonst müssen wir leider doch jeden hier festnehmen. Ja, okay, darauf habe ich keine Lust, deswegen alles gut. So sind die Regeln. Ich hab sie nicht gemacht. Ja, glaube ich dir. Aber egal. Friede sei mit euch und so. Ja, Mann. Entspannt. Man sieht sich in einer Galaxie oder so. Rudi. Ich weiß immer noch nicht genau, was hier passiert ist. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass du dieser Welt einen großen Dienst erwiesen hast, Jungchen. Aber könntest du nächstes Mal auf mich hören und zu Hause bleiben?
So viel Aufregung ist zu viel für meine alten Knochen. Ey, Junge, gehen wir in die Stadt zurück und verbreiten die guten Nachrichten. Ey, Junge, das ist ziemlich heftig. Oh. Okay. Nice, das war's. Alter. Okay. Ja, das war's mit Moonlighter. Ein paar abschließende Worte. Es war mega nice, das Gameplay. Hat mir gefallen, dieses ganze Konzept mit den Dungeons und dass man die Bosse am Ende besiegen muss, die Wächter und alles. War mega nice. Am Ende auch der Plot mit den Piraten. Einfach mega geil. Von der Mechanik her auch nice, dass man da Sachen gestohlen hat von anderen Dimensionen. Das hat man am Ende ja erst erfahren. Und dann irgendwie verkauft hat, und das ist ja eigentlich illegal, und Junge, das ist schon übel geil, die ganze Story. Und vom Arztteil sowieso, also das Spiel hat mich schon echt angesprochen, und ja, ich kann eigentlich nur Gutes dazu sagen. Ist halt ein bisschen Farming auch mit einbezogen, ich musste ja auch ein paar Mal offline was farmen, aber das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Es war eine geile Story. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Mich hat's mega gefreut. Es hat mir übel viel Spaß gemacht. Und damit, ciao, ciao.